Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Eine liebe Followerin brachte mich darauf, dass ich doch mal wieder eine Fantasiereise für Kinder machen könnte. Und ich habe jetzt eine ausgewählt aus diesem Buch hier, was ich für meine Kinderkurse nutze. Das ist Fantasiereisen für Kinder und Jugendliche. Lass dein Licht strahlen. Stärk die Intuition, Selbstwert und Selbstliebe. Kann ich euch gerne auch mal unten in der Infobox verlinken. Und ich habe heute für euch die Fantasiereise Die Kraft des Windes. Mache es dir nun gemütlich, so gemütlich und angenehm, wie es dir gerade möglich ist. Wir machen nun eine Reise in die Welt deiner Fantasie. Mach dir also keine Gedanken darüber, ob du das auch kannst oder ob du mir folgen kannst. Du schaffst das. Du wirst sehen, es ist kinderleicht. Schließe also nun deine Augen und höre nur auf meine Worte. Alles andere um uns herum ist für die Zeit unserer Reise unwichtig. Auftretende Geräusche sind nicht wichtig und du hörst nur auf meine Stimme. Fühle noch einmal in deinen Körper rein, ob deine Position bequem ist. Wenn nicht, dann ändere deine Position leicht. Es ist normal, dass bei der Reise mal deine Nase juckt oder es sonst wo an deinem Körper zwickt. Bleibe aber bitte mit deiner Aufmerksamkeit bei meiner Stimme und meinen Worten. Zu Beginn werden wir jetzt 7-mal ein- und ausatmen. Ich zähle mit dir mit und begleite dich. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Ich zähle jetzt langsam von 15 bis 1 runter und mit jeder Zahl gehst du tiefer in die Entspannung und bist bereit für die Reise. 15. Du bist ruhig und atmest langsam ein und aus. 14. Spüre deinen Atem, wie du aus- und einatmest. 13. Du bist ganz ruhig. 12. Dein Atem fließt durch deinen ganzen Körper und alles ist wohl und gut. 11. Spürst du die Ruhe, die dich umgibt? 10. Mit jedem Atemzug tauchst du tiefer in diese Ruhe ein. Lass dir Zeit. 9. Dein Kopf liegt locker und entspannt auf deiner Unterlage. 8. Dein Oberkörper liegt völlig entspannt. 7. Deine Beine und deine Arme sind gelockert und ganz leicht. 6. Dein Bauch ist herrlich entspannt und fühlt sich schön warm an. 5. Deine Füße liegen leicht auf deiner Unterlage auf. 4.
Du bist angenehm ruhig und entspannt. 3. Folge meiner Stimme und meinen Worten. 2. Du bist nun bereit für deine Reise. Und 1. Lass deine Fantasie los und es wird einfach geschehen. Stell dir nun einen Ort vor, den du magst. Das kann zum Beispiel ein Ort sein, wo du schon mal Urlaub gemacht hast. Oder ein Waldstück, das du sehr gerne magst. Die Sonne steht hoch am Himmel und ihre Strahlen fühlen sich schön warm an. Kannst du die Sonnenstrahlen auf deiner Haut spüren? Blicke dich um. Was kannst du sehen? Nimm nun einen tiefen Atemzug. Und sage in deinen Gedanken, ich bin jetzt hier, hier an diesem wunderschönen Ort. Tritt nun einmal einen Schritt zurück und beobachte, was passiert. Schau mal nach rechts. Dort im Osten dieser schönen Landschaft baut sich eine Windhose auf. Kannst du sehen, wie sie sich dreht? Mache ein paar Schritte auf sie zu. Sie ist nicht viel größer als du und tanzt von rechts nach links und wieder zurück. Dieser kleine Wirbelwind wartet auf dich und möchte dir helfen. Fühlst du, wie es kühler wird, wenn du in der Nähe dieses Windes bist? Strecke deine Arme aus und fühle die Kraft des Windes. Hab keine Angst, es wird dir nichts tun oder dich umpusten. Er ist dein Freund, wenn du das möchtest. Wenn du es dir zutraust, lege oder lehne dich gegen den Wind. Er wird dich halten. Und wenn du noch mutiger bist, dann lass dich fallen. Du wirst getragen und kannst auf diesem Wirbel schweben. Genieße dieses Gefühl und merke dir, welche Kraft der Wind doch hat. Lass dir ruhig Zeit. Und wenn du nun eine Zeit vom Wind getragen wurdest, sage ihm, dass du mit ihm sprechen möchtest. Es kann schon mal sein, dass du etwas lauter reden oder auch in Gedanken brüllen musst, damit der Wind dich hört. Wenn er dich aber gehört hat, wirst du sehen, dass sich eine Art Tor öffnet, durch die du in den Wind hineingehen kannst. Kannst du das Tor sehen? Es ist wie ein Loch oder eine Tür, die im Sturm eingebaut ist. Gehe ruhig hinein. Wenn du nun durch das Tor in die Mitte des Wirbelsturmes gelangt bist, fällt dir auf, dass es hier ganz ruhig ist. Du kannst hier in aller Ruhe mit ihm reden. Es ist angenehm warm und friedlich, wo du gerade bist. Der Wind dreht sich um dich herum und du erkennst, dass du wirklich in der Mitte von ihm stehst. Wenn du nach oben schaust, sieht der Sturm viel, viel größer und mächtiger aus, als du es vorher noch von außen gesehen hattest. Das liegt daran, dass er, wenn du ihn rufst, immer nur so groß ist wie du selbst. Hier kannst du jetzt den Wind ansprechen und ihm sagen, was du von ihm möchtest
wobei er dir helfen kann, wobei du die Kraft des Windes benutzen möchtest. Mache das in deinen eigenen Worten. Hab keine Furcht. Frage ihn jetzt. Wenn du ihn offen und lieb gefragt hast, wird er dir helfen wollen, denn er hilft gerne und oft. Strecke dafür nun die linke Hand aus und schaue zu, was der Wind dir in die Hand legt. Kannst du es erkennen? Es ist ein ganz kleiner Babywirbelwind. Es ist dein Wirbelwind. Schau ihn dir genau an. Siehst du, wie er hoch, runter und nach allen Seiten tanzt? Fühlst du die Kühle auf deiner Hand, genau dort, wo er gerade herumwirbelt? Welche Farbe hat er? Und dreht er sich schnell oder langsam oder beides? Schließe deine Hand so, dass der Wind in deiner Faust ist, und bedanke dich bei dem Wind. Verbeuge dich ruhig etwas vor ihm, denn das ist ein sehr kostbares Geschenk von ihm. Geh nun zurück durch das Tor, zu deinem Ort, an dem du dich am Anfang geträumt hast. Du hast nun in der linken Hand deinen Wind. Drehe dich so, dass du auf den großen Wind schauen kannst, und führe nun folgende Zeremonie durch. Gehe mit der linken Hand zuerst zu deinem Herzen. Klopfe dreimal leicht gegen deine Brust und behalte deine Hand dort. Atme jetzt einmal tief durch die Nase ein und puste mit all deiner Kraft die Luft wieder heraus. Und dabei öffnest du deine linke Hand. Merkst du, wie dein Wind durch dich hindurch wandert? Bedanke dich nochmal bei dem Wind für das Geschenk. Die Kraft des Windes hat nun seinen Platz in dir gefunden und wird dir, wenn du darum bittest, immer helfend zur Seite stehen. Du weißt, dass es Zeit ist, wieder zurückzukehren. Schaue in den Himmel. Die Bilder verblassen um dich herum. Spüre wieder deinen Atem und merke, wie dein Brustkorb sich bei jedem Atemzug hebt und dann wieder senkt. Du bist nun ganz wach und wieder hier, im Hier und Jetzt. Du fühlst dich völlig erholt. Öffne deine Augen und bewege deine Arme und Beine. Balle deine Hände zu Fäusten und öffne sie dann wieder. Strecke deinen Körper und reibe dir kurz durchs Gesicht oder über die Arme. Willkommen im Hier und Jetzt.